Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Ja, Kist, wir sind jetzt in der Feuergrotte, also zumindest vor der Feuergrotte, und Kist würde uns noch gerne etwas erzählen, wie man Zauber koppelt. Das haben wir allerdings schon, habe ich schon erklärt, letztes Mal. Deswegen werden wir das kurz abbrechen. Jetzt gehen wir rein in die Grotte. Ich weiß natürlich, wie mein Gunblade funktioniert. Brauchst nicht auf Nummer sicher gehen, Kist, ich weiß das schon. Wir können übrigens mit dem Zauber koppeln und so, wir werden das später sehen. Ah, ich muss noch kurz was umstellen. Und zwar, genau, GFs haben nämlich tolle Sachen. Die können nicht nur, die bekommen auch Erfahrungspunkte und Ability Points. Also eigentlich nur die bekommen Ability Points. Unsere normalen Charaktere bekommen nur Erfahrungspunkte. Und mit den Ability Points können wir etwas lernen. Und zwar verschiedene Fähigkeiten der GF. Und da ich schon weiß, was ich haben will, normalerweise ist es so, dass man dass gewisse Abilities voreingestellt sind und wenn die erlernt sind, springt er quasi zur nächsten, die er für sinnvoll erachtet. Ich habe allerdings meine eigene Reihenfolge, deswegen werden wir mit Kaiserkottel zuerst mal Karte lernen und mit Shiva werden wir... Na, machen wir gleich Stärkekopplung. Stärkekopplung ist übrigens die Fähigkeit, die Shiva dann eine Zauber auf Stärke koppeln lässt. So einfach ist das. Wenn die fertig sind, können wir dann nämlich bei Squalhard Shiva koppeln zum Beispiel. Können wir irgendeinen Zauber hier auf Stärke koppeln. Das zeige ich noch, ja. Und eben mit diesen Kopplungen werden wir dann sehr schnell sehr stark. Und das ist das, was halt Final Fantasy 8 etwas komisch wirken lässt. So, wir sind bereit. Wir sind Squall, der tolle Schüler vom Garten. Und das ist Kissis, unsere Lehrerin, die uns einige Hilfestellung leistet. Genau, wir werden jetzt kurz... Wir nehmen die 10 Minuten, das müsste sich ausgehen. Und los geht's! 10 Minuten haben wir, um die Feuergrotte zu absolvieren, was auch immer das heißt. So. Und wir werden drinnen noch einige Zauber ziehen und was auch immer. Weil wir haben noch nicht genug Zauber, die wir im Endkampf dann brauchen können. Ja. Und unsere Seed-Prüfung, kann ich jetzt schon mal sagen, hat nachher Einfluss auf unseren Seed-Rang. Und der Seed-Rang hat nachher Einfluss auf wie viel Geld wir bekommen, quasi als unsere monatliche Zahlung oder wöchentliche Zahlung, wie auch immer. Und jetzt wird wahrscheinlich gleich der erste Kampf kommen. Egal. Und um bei der Seed-Prüfung so viel wie möglich Punkte abzustauben, muss man diese Prüfung hier so nah wie möglich am Zeitlimit erledigen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir so wenig Zeit wie möglich überhaben nachher noch. So, wir schauen, was wir mit Ground können. Genau, das werden wir noch... Ich glaube, das müsste Eis sein, was die zwei hier haben. Da werden wir für Kistis und für Squall etwas drawn. Ah, das ist Blitz. Okay, dann können wir ganz normal angreifen. Wir brauchen nämlich nicht Blitz, sondern Eis. Da das die Feuergrotte ist, sind natürlich viele Gegner hier anfällig auf Feuerattacken. Ah, auf Eisattacken, Entschuldigung. Und deswegen wollen wir schauen, ob wir Gegner finden können, die Eis haben, damit wir dann für den unvermeidbaren Endboss hier Eis haben und ihm auch fest einheizen können oder halt abkühlen in dem Fall. Ja. Können wir sehen, ob wir noch Gegner... Ah, hier ist noch ein Screen, habe ich fast vergessen. Hier gibt es Feuer zum Drawn. Ah, machen wir auf Kistis, ich glaube, die hat schon Feuer. Egal. Und die Drawpunkte werden dann immer leer, wenn man einmal gedrawt hat. So, hoffentlich kommt jetzt ein Gegner, der mir Eis spendieren kann. Wir werden es gleich sehen. Nein, das sind keine Eis. Hier werden wir mal Shiva auspacken. Weil, genau, die Bomber sind Hitzeelemente und die können mit Shiva, also nehmen wir natürlich von Shiva dreimal so viel Schaden oder in dem Fall nur doppelt so viel Schaden. So, dann werden wir gleich Shiva beschwören und mit ihr werden wir... Ah, das ist Feuerwaffe. Ah, ja, drawn the fire, ist ja wurscht. Haben wir zumindest irgendetwas. Ich hätte wirklich gerne noch Eis hier. Also, wäre schon ganz gut. Drawn wir nochmal Feuer raus. Ich hoffe, das alles geht sich im Zeitlimit jetzt aus, sonst muss ich die ganze dritte Folge nochmal machen. So, und wir stehen Shiva. Übrigens, das Interface unten kann man ausblenden mit Select.
Das hat den Grund, dass man seine GFs, also seine Aufrufungszauber, auch anfeuern kann, wenn man es gelernt hat, die Ability für die GF. Und dann kann man sie mit Viereck hier anfeuern und das geht eben nur während der Animation, damit man während den langen Beschwörungsanimationen auch immer etwas zu tun hat. Wir werden uns das allerdings sparen. So, ich hoffe, das geht sich jetzt alles aus. Wir haben weder für Shiva anfeuern gelernt, noch haben wir jetzt genug Eis. Das heißt, wir werden vor dem Endboss noch etwas hier herumlaufen müssen. Ich hoffe wirklich, es bleibt uns noch genug Zeit, um... Ja, hoffentlich ist der Kampf jetzt... Nein? Ah, oh ja, das ist der richtige. Ha, hier werden wir Eis saugen, bis wir ausgeeist haben. So, lagern. Es gibt natürlich nur mehr einen Elementarzauber, den wir noch nicht haben. Das ist Eis. Gerade der wichtigste. Ich hätte mich sollen besser vorbereiten, glaube ich. Naja, dreimal ist etwas wenig, oder? Also wir brauchen, glaube ich, nicht ganz 10, aber... Ups. Wir haben den Cursor natürlich auf Merken gestellt, deswegen brauchen wir jetzt nur kurz drauf drücken. Und können schon die zweite Draw-Runde einleiten. Ich würde schauen, dass Kieses gerne etwas mehr Eis hat. Aha, er hat Eis 6. Einmal noch drawn und dann machen wir ihn fertig. Das dauert ja auch noch eine Zeit. Ich glaube, mehr als 4 Minuten sollte ich für den letzten Bosskampf eh nicht brauchen, also müsste ich das ausgehen. Jetzt haben wir genug Eis, also auf geht's. Machen wir ihn tot. So, und er macht nicht allzu viel Schaden auf uns, Gott sei Dank. Ja, und übrigens, natürlich, wir haben uns noch nicht gesehen, wie wir uns heilen können. Heilen geht natürlich genauso wie andere Elementarzauber. Nur halt zaubern wir die auf uns. Wir haben leider den Heilzauber noch nicht, also das ist in dem Fall Vita, glaube ich. Ich weiß allerdings aus guter Quelle, dass der Endboss Vita hat, deswegen brauchen wir uns darum nicht zu kümmern. So, und weil ich sonst etwas in Bedrängnis kommen werde, werde ich hier kurz Pause machen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7 und da sehen wir auch den Endboss. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß!